Hallo Insider, heute stellen wir euch die SteelSeries Aerox 9 Wireless vor. Eine leichte Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler. Schauen wir uns die Maus und alles drumherum mal genauer an. Angefangen beim Zubehör haben wir ein 2 Meter langes USB-Typ A auf USB-Typ-C Kabel, welches schön ummantelt ist, ein USB-Typ-C Wireless-Dongle und ein USB-Typ-C auf USB-Typ-C Adapter. Dieser Adapter hier ist praktisch, wenn euer PC weiter weg steht und ihr den Dongle näher an der Maus haben wollt, oder wenn ihr gar keinen USB-C-Port am PC habt, dann könnt ihr den Dongle an den Adapter und das Kabel am PC anschließen. Bevor wir auf das Design eingehen, schauen wir uns nochmal schnell die Features der Maus an. Mithilfe des Dongles können wir die Maus über Funk betreiben. SteelSeries selbst spricht hier von ihrer Quantum 2.0 Technologie, die sehr verlässlich mögliche Paketverluste oder Störungen vermeiden soll und dabei auch weniger Akku verbraucht als herkömmliche Funkverbindungen. Möchten wir stattdessen Bluetooth nutzen, können wir über den kleinen Schalter auf die Bluetooth-Verbindung switchen und die Maus verbinden. Dabei wird auf Bluetooth 5.0 zurückgegriffen. Natürlich können wir auch die Maus über das Kabel betreiben, was gerade hilfreich ist, wenn wir die Maus laden möchten. Die PDFE-Gleitfüße sorgen zudem, dass wir die Maus ganz bequem auf unserem Mauspad bewegen können. Auf einer anderen Oberfläche wie dem Tisch hier ist das weniger zu empfehlen. Der TrueMove Air-Sensor, der hier in der SteelSeries Aerox 9 verbaut ist, bietet eine Empfindlichkeit von bis zu 18.000 CPI. CPI und DPI beschreiben am Ende dasselbe. Ist der Wert also höher, ist auch die Empfindlichkeit, also wie schnell sich die Maus bewegt, höher. Ein Feature des Sensors ist das Tilt-Tracking, was Tracking-Fehler beim Anheben und Absetzen der Maus in einem schrägen Winkel verhindern soll. Kommen wir auch schon zum Design der Maus. Schauen wir uns die linke Seite an, fallen natürlich die 12 Daumentasten auf. Die Taste 5 hat hier eine kleine Einkerbung, ähnlich wie wir es bei den Tastaturen finden, um ohnehin zu sehen, zu wissen, auf welcher Taste sich unser Daumen gerade befindet. Was nicht direkt an die Tasten auffällt, ist die ergonomische Form, bei der die Tasten eine Mulde bilden, in die der Daumen passt. Das sollte generell helfen, besser an alle Tasten mit dem Daumen zu kommen, aber leider muss gerade wenn man an die ersten drei Tasten will, man seinen Daumen so stark ausstrecken, dass die Maus dabei schnell verrutscht. Die anderen Tasten hingegen sind dafür alle gut und einfach zu erreichen. Etwas, das manche vielleicht eher nicht mögen, ist, dass man die Tasten relativ stark drücken muss, um sie auszulösen. Dafür ist der Klick sehr befriedigend und verhindert so zumindest Fehlinputs. Da wir schon bei den Tasten sind, kann ich auch direkt die Taste hier über dem Mausrad erwähnen, die standardmäßig zur CPI-Umschaltung dient. Was auch sehr interessant ist, ist, dass man das Mausrad nicht einfach nur runterklicken kann, sondern auch nach rechts und links klicken kann, was uns zwei weitere Tasten an der Maus beschert. Die linke und rechte Maustaste sind teilweise perforiert, gerade da wo die Finger sind, ist die Maus nicht perforiert, was ein sehr angenehmes Gefühl ist. Dieses angenehme Gefühl kommt vom Material, das hier eingesetzt wird. Der matte ABS-Kunststoff ist nämlich leicht angeraut, was sich auf den Fingern echt gut anfühlt. Die rechte Seite der Maus ist weniger spannend. Denn hier ist nichts. Dafür kann ich hier erwähnen, dass die Maus damit auch explizit an Rechtshänder gerichtet ist, da wir die Position der Seitentasten nicht anpassen können. Das perforierte Design auf der Oberseite fällt auch wie die Seitentasten gut auf. Wer sich hier jetzt Sorgen macht wegen Verschmutzung oder sogar Feuchtigkeit, den schützt die IP54-Zertifizierung, der die Komponenten im Inneren schützt. SteelSeries selbst redet hier von der Aqua Barrier. Selbst getestet, ob die Maus aber Wasser standhält, haben wir nicht. Das Gefühl in der Hand ist durch das raue ABS wirklich sehr angenehm. Die Maus hat auch eine ordentliche Größe, dass man hier ganz entspannt mit dem Palm Grip arbeiten kann. Der Daumen liegt angenehm an den Seitentasten auf, lediglich das erwähnte Strecken vom Daumen ist nicht gut umgesetzt, wodurch man nicht perfekt an alle Tasten rankommt. Dafür kann man aber die Tasten gut voneinander unterscheiden, was hilft, nicht mehrere Tasten aus Versehen auf einmal zu drücken. Bei der Software muss ich nicht viel erzählen, da das hier alles ziemlich selbsterklärend ist. Auf der linken Seite finden wir alles, um die Aktion für die jeweiligen Tasten festzulegen, sei es jetzt Makros oder Programme öffnen, hier steht uns nahezu alles zur Verfügung. Die rechte Seite ist mehr das Technische, also die Einstellung von der CPU oder die Abtastrate, um die Maus perfekt an sich selbst anzupassen. Wechseln wir auf den Beleuchtungstab, können wir die Beleuchtung einstellen. Die Maus ist dabei auf die drei Zonen hier aufgeteilt und kann drei verschiedene Farbeffekte annehmen oder auch einfach ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Jede Zone kann dabei einen anderen Effekt haben, das heißt also, wir können jede Zone individuell beleuchten oder einfach ausschalten. Kommen wir zum Negativen der Maus. Wie bereits erwähnt, die Daumentasten, gerade die ersten drei Tasten, sind schlecht zu erreichen und dadurch unbrauchbar, wenn man schnell eine Aktion ausführen will. Die Akkulaufzeit ist auch etwas traurig, wenn man sich mal die beworbenen Zahlen anschaut. SteelSeries spricht von bis zu 180 Stunden Bluetooth und 80 Stunden mit 2,4 GHz. In der Realität kommt man hier mit deaktiviertem RGB auf 50 bis 60 Stunden im 2,4 GHz Modus. Leider schreibt SteelSeries selbst nicht, mit welchen Einstellungen das erreicht wurde, aber geht man hier von den Mindesten aus, dann braucht man die Maus auch gar nicht erst kabellos zu betreiben, weil man hier die gesamte Performance der Maus in die Tonne schmeißt. Trotzdem ist die Maus recht gut gelungen. Mittlerweile findet man die Maus auf Amazon für ca. 109 Euro, auf anderen Seiten schon für 100 Euro und das finde ich einen sehr guten Preis für diese Maus. Wir haben hier ein in den Abmessungen großes Leichtgewicht mit 16 extra Tasten und einem echt schicken Design. Dazu die Konnektivität, ein dennoch lang anhaltender Akku und die IP54-Zertifizierung, die trotz der Perforierung die Komponenten im Inneren schützt. Wir vergeben unsere Empfehlung.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung als auch in unserem Forum.